Bier, Kräuter und ein feines Fondue. Das erwartet uns heute auf der zweiten Etappe der Herzroute. Ich bin Michelle und mein Ziel ist es, diese Woche mit dem Velo von Romanshorn bis auf Lausanne zu fahren. Von Altstetten führt mich der Weg heute Morgen ins wunderschöne Appenzell. Dass ich nicht dehydriere, ist natürlich ein Zwischenstopp in Brauerei Locher Pflicht. Mittlerweile über 50 verschiedene Bier, auch alkoholfreie Alternative. Jetzt hier geht es Kölf, ist alkoholfrei, wo vor allem für Velofahren natürlich sehr geeignet ist, wie es so tun ist und eben durch deine Fahrtüchtigkeit keineswegs beeinträchtigen. Ich sage immer, bis findest du für jeden und jede irgendein Produkt, das wunderbar. Das hat mir der Geschäftsleiter Aurel Meyer zu einem kühlen Blonden erzählt. Und wie die Produkte entstehen, das können wir direkt vor Ort im Besucherzentrum Braukohl live beobachten, wo man den Mitarbeiter wortwörtlich über die Schulter schauen kann. Ja, und das ist das, was wir versucht auch unseren Mitarbeitern immer mitzugeben. Wir sind eine Familie, auch Kunden gehört zu der Familie. Und ich glaube, da wird auch geschätzt oder viele langjährige Mitarbeiter. Du hast immer die gleichen Anspruchspersonen. Und das ist eigentlich das, was uns als Unternehmen sicher auszeichnet und was uns wichtig ist. Nachdem wir ausgetrunken haben und ich natürlich das eine oder das andere eingepackt habe, geht meine Route weiter zum nächsten sehr spannenden Betrieb. Die Steine im Kanton Appenzell-Ausserrhoden, weit weg von Stadt und Lärm, da befindet sich die Kräuterei von SB Mettler. Ein Projekt, das vor ein paar Jahren entstanden ist, unter anderem, weil ihr Sohn nach der Übergabe diesen Teil des Betriebs distanzhalber nicht weiterführen wollte. Ja, ich habe mit gut 50 habe gefunden, ja, ich will hier noch mal etwas Neues starten. Und für unsere fünf Kinder ist nur eine Töchter auch. Sie hat Abbau gelernt und ist Agronomin und sie hat dann so signalisiert, eventuell wäre das für sie etwas. Darum haben wir die Kräuterei in dieser Grösse noch mal aufgezogen. Eine Grösse, die sich definitiv sehen lässt. Was mit einem alten Kirschbaum gestartet hat, ist heute eine riesige Biodiversitätsoase mit rund 400 verschiedenen Pflanzenarten. Wir hören immer wieder, wenn die Leute da sind, hier hat so eine spezielle Energie, so eine Ruhe, also es ist so friedlich. Das kann ich definitiv bestätigen. Gerne wäre ich noch viel länger bei LSB geblieben, aber die Zeit drängt. Und ein bisschen Hunger hatte ich ehrlicherweise auch gehabt. Und darum ist klar, wo meine dritte und letzte Station für heute ist, die Appenzeller Schaukäserei. Herzlich hat mich dort der Geschäftsführer Ralf Böse empfangen. Nicht aber ihr Käse, sondern dort, wo der Ursprung des Geheimnisses entsteht. Im Stall, bei den Kühen auf dem Hof. Ja, in unserem Hof von der Schaukäserei arbeiten wir rund 21 Jahre und Tobias Einenbach wird die Führlinge angekommen. 26 Und wo sind hier direkt im Stehen, also mit kommen unmittelbar am Motorschaffen. Und die übrigen sind aus dem Umkreis von 15. Und wie die Milch näher zum einzigartigen Appenzeller verarbeitet wird, das sind wir nur ein paar Meter weiter hin anschauen. Mit einem Schlüssel und feinen Probierliederhang hat mich dann der Weg durch die wunderbare Schaukäse geführt, wo ich ging hautnah am Geheimnis des würzigen Appenzeller-Rezept auf der Spur war. So Michel, jetzt sind wir hier bei uns im Käsekeller. Hier lagern 12.500 Leib Appenzeller-Käse. Und jetzt darfst du noch das letzte Stück probieren. Das Beste nämlich unseren 9 Monate gereiften Appenzeller-Edelwürz. Und natürlich war auch der richtig fein. Ganz am Ziel des Rundgangs sind wir hier aber noch nicht. Ein Schlüsselloch hatte es nämlich noch vor mir gehabt. Aber wie ich mir schon gedacht habe. Alles verraten wir eben nicht. Unsere Teile sind so, es ist hier gut aufbewahrt. Aber immerhin kann man sich noch seine eigenen Kräutermischungen zusammenstellen und natürlich auch ein feines Stück Käse mit heimnehmen. Oder vielleicht auch eine feine Fondue-Mischung. Das habe ich nämlich gemacht. Und in einer wunderbaren Kulisse den super Tag im Appenzell ausklingen.